heute bei Wer weiß denn sowas? Jürgen Prochnow im Team mit Bernhard Hoeker. Und sie spielen gegen ihn Josephine Preuß und Elton. Und jetzt geht's los. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie wieder mit dabei sind. Sie werden heute wieder eine Menge spannende Dinge erfahren. Sie können auch wieder mitspielen, wenn Sie wollen. Über 1 Million Menschen haben sich schon die ARD-Quiz-App heruntergeladen und spielen dann in den diversen Quiz-Shows, Quiz zu gefragt, gejagt oder auch wer weiß denn sowas, interaktiv mit. Wenn Sie noch nicht dazugehören, können Sie das jetzt gerne noch tun. Dann können Sie es nämlich gleich mal ausprobieren. Wir haben viele spannende Dinge. Unter anderem eine Sache finde ich sehr spannend. Wussten Sie eigentlich, dass das deutsche Kleingartengesetz vorschreibt, dass die Grundfläche einer Kleingartenbehausung nicht größer sein darf als 24 Quadratmeter. Wow! Also die typische deutsche Gartenlaube darf nicht größer sein als 24 Quadratmeter. 3 mal 6 Meter. Ja, da sind wir sehr genau. Sehr genau sind wir auch in den Zuschauerzahlen. Hinter Bernhard und Jürgen Prochnow sitzen heute 64 Zuschauer. Und hinter Elton und Josephine Preuß 58. Ich bin mir sicher, unsere beiden Teams können mit diesem Druck umgehen. Wir schauen auf die 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind total genial. Im Labor unser Körper. Zahlen bitte. Über den Wolken? Fragezeichen. Heimat. New York, New York. Österreich. Tierisch, tierisch. Brisant. Und Wahnsinn des Tages. Das ist unsere Auswahl. Jede richtige Antwort bringt 500 Euro. Ein Publikumsjoker für jedes Team. Und das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf beginnen. Erste Kategorie. Worauf fällt eure Wahl? Wahnsinn des Tages. Ja. Warum nicht? Ein schöner Beginn. Weshalb erhielt im Jahr 2013 eine Straßenlaterne in Neuseeland mediale Aufmerksamkeit? A. In ihr wurde Diebesgut im Wert von 2 Millionen Dollar entdeckt. B. Sie erhielt eine Mahnung über nicht bezahlte Stromrechnungen. Sehr lustig. Oder C. Ihr Licht funkte unaufhörlich SOS. Das ist ja, also schon mal, auf jeden Fall ist es Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Wahnsinn des Tages. 2013. Also, ich glaube, in dem Jahr war ich sogar in Neuseeland. Da bin ich noch nie gewesen, aber... Echt? Kann ich dir nur empfehlen? Nee, das sollte schön sein, aber... Total klasse. Also in ihr wurde Diebesgut im Wert von 2 Millionen Dollar entdeckt. Das kann ich mir nicht... Also halte ich für unwahrscheinlich. Jedenfalls nicht in meiner Erinnerung. Jedenfalls, ja. Erhielt eine Mahnung über nicht bezahlte Stromrechnungen. Das fände ich sehr lustig. Das auch, ja. Die liegt genau zwischen zwei Gemeindegrenzen und man weiß nicht genau wer und die wussten nicht, was sie machen sollten. Dann haben sie der einfach Stromrechnung irgendwo reingeschoben in die... In den Kasten oder sowas. Ja. So, ihr liegt. SOS. Also, dass sie blinkt und flackert, kann ich mir noch vorstellen. Aber dass sie SOS blinkt, das ist ja dann schon sehr konkret. Das sind ja mehrere. Wie viele Zeichen sind das? SOS sind 9 Zeichen. 9 dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Oder umgekehrt. Das ist ein bisschen viel, würde ich auch sagen. Ja. Dreimal lang, dreimal kurz, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal. Auf jeden Fall 9 Zeichen. So, und ihr Licht funkte unaufhörlich. Deshalb kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie so. Ich glaube, die hat. Das finde ich auch lustig. Das finde ich sehr lustig. Oder? Und ich denke mal, das andere wäre natürlich hervorragend, wenn man 2 Millionen Dollar in der Laterne versteckt hätte. Dann hat sie auf jeden Fall Geld in ihre Stromrechnung zu bezahlen. Jede Menge. Hast du schon mal deine Stromrechnung nicht bezahlt? Also ist das für dich ein Thema? Nein, nein. Wäre jetzt auch doof, das zu erzählen. Ja. Kennt ihr die Geschichte, wo der Mann an der Laterne steht und immer klopft und sagt, Hermann, mach auf, lass mich rein. Und da kommt ein Polizist vorbei und sagt, Entschuldigung, was machen Sie hier? Und dann sagt er, ja, hier wohnt mein Freund Hermann, der lässt mich nicht rein. Und dann sagt der Polizist, aber da sein muss er, Licht brennt ja. So,
So, für was? Dann nehmen wir B, oder? Wir nehmen B. Ja, ja. Das wäre definitiv der Wahnsinn des Tages, wenn das stimmt. Ja. Wenn. Im Jahr 2013 fand ein Mann in Neuseeland Post in seinem Briefkasten. Adressiert an The Occupier, 771-800 Streetlights, NPDC Control Point 394 in Okura. Gemeint war die Straßenlaterne in seiner Straße. Ein Stromanbieter hatte einen Mahnbrief über nicht bezahlte Rechnungen an die Laterne geschickt. Der Stromanbieter erklärte, dass der Brief automatisch versendet wurde und entschuldigte sich offiziell bei der Straßenlampe für das Missgeschick. Erste Frage, erste richtige Antwort, die ersten 500 Euro bei euch. Was wollen wir nehmen? Was wollen wir nehmen? Heimat? Du das ich mach Heimat, das ist immer meins. Ja, dann nehmen wir Heimat. Ging beim letzten Mal schon gut. Wir gucken. Die Pfälzer Gemeinde Hasloch hat überregional großen Einfluss, weil A. sie die meisten Städtepartnerschaften Deutschlands hat, B. sie so durchschnittlich ist oder C. hier die Bilder zur theoretischen Fahrprüfung entstanden sind. Ich bin Hasloch mit was anderes. Ich hab's schon mal gehört. Hasloch? Aber mit was denn? Ich habe Hasloch schon mal im anderen Zusammenhang gehört. Ich überlege. Aber so, sie hat die meisten Städtepartnerschaften Deutschlands. Weißt du, was mich anlacht? Was dich anlacht? Sie so durchschnittlich ist. Ja, finde ich auch irgendwie sehr, sehr cool. Vielleicht aber was ist denn durchschnittlich? Na, durchschnittlich die Bewohner, die Anzahl, die, weiß ich nicht, jeder hat das gleiche Vorgarten. Irgendwie, weil es sagt alles und nichts. Vor allen Dingen ist... Ja. Ich habe Hasloch schon mal gehört. Ich weiß nicht, was, wenn du viele Städtepartnerschaften hast, was das für einen Einfluss hat für den Rest der Welt. Ja. Deswegen würde ich A erstmal ausschließen. Ja. Weil was toll, finde ich super, wenn die das hätten, aber was ist das für ein Einfluss? Diese durchschnittlich kann natürlich sein, dass die da Tests machen. In Hasloch laufen wirklich Durchschnittsmenschen rum. So ist es denn vielleicht auch im Rest. Umfrage? Umfragen, ja. Weil vom Alter Durchschnitt alle durchschnittlich sind. So, aber ich finde auch C. Aber die Bilder zur theoretischen Fahrprüfung entstanden sind. Aber sind das nicht seit... Hätte man das nicht schon irgendwo gelesen? Das sind jetzt die Bilder aus Hasloch und damit lernen jetzt alle ihre Theorie. Es ist wahrscheinlich tatsächlich B. Es ist B. Mich lacht es so an. Ja. Ich will den Film dazu sehen. Die Durchschnittlichkeit. Den Durchschnittsfilm. Ja, irgendwie dann, hast du vielleicht, machen die da bestimmte Umfragen. Wir nehmen B. Was immer das auch jetzt. Ja. Hasloch entspricht hinsichtlich Altersstruktur und sozialer Schichten ziemlich genau dem deutschen Durchschnitt. Die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung nutzt Hasloch daher schon seit 1986 als Testmarkt. Denn Produkte, die hier gekauft werden, haben auch in ganz Deutschland hohe Verkaufschancen. Die Pfälzer Gemeinde hat somit landesweiten Einfluss und das nur, weil sie so durchschnittlich ist. Richtige Antwort und damit auch bei euch die ersten 500 Euro. Hm? New York, nächste Kategorie. Hast du Nein gesagt? Nein, nur ja. Ich wollte gerade anheben. Also, da war ich schon durch mit dem Thema. Ach Gott. Was bietet die Stadtbibliothek in New York im Rahmen eines neuen Projekts zum Verleih an? A. Festtagsgeschirr. B. Elektroscooter. Oder C. Krawatten und Aktentaschen. Das ist jetzt natürlich... Boah. USA im weitesten Sinne ist jetzt eher Jürgens Thema. Ja, aber... eher die Westküste, ne? Die Westküste. Krawatten und Aktentaschen, wozu sollte man Krawatten... Was sollten die damit machen? Was sollten die damit machen? Also Aktentaschen, die Bücher nach Hause tragen vielleicht, oder? Aber Krawatten, irgendwie reinzukommen in die... Was wäre dann das neue Projekt? Also was ist dieses neue Projekt? Oder ist das... Also haben die das Projekt Büro... Und man kann so Krawatten und Aktentaschen leihen, aber das ist ja. Macht irgendwie kein. So. Festtagsgeschirr macht auch eigentlich für mich keinen Sinn. Dass man das oder? Aus? Nee, wozu sollte man ein Festtagsgeschirr, um da was zu essen oder
Ja, also neues Projekt wäre natürlich auch Ökologie und so weiter, Elektroscooter, dass man halt das da irgendetwas fördert oder dass man in, dass sie vielleicht noch Außenstellen haben und man mit dem Elektroscooter dahin fahren kann. Ja, dann nehmen wir Elektroscooter. Nehmen wir B. Vielleicht ist das ja ein Trend, der sich auch in die Stadtbibliothek fortgesetzt hat. Denn in vielen amerikanischen Großstädten findet man ja jetzt so Elektroroller zum Verleih. Ja. Die öffentliche Bibliothek in New York erweiterte 2018 ihr Angebot. Als Grow-Up-Work-Fashion-Library stellte sie in der Riverside-Filiale einen nützlichen Ausleihservice zur Verfügung. Vermietet werden Accessoires für formelle Anlässe, einmalig auch kostenfrei für 3 Monate. Durch die Ausstattung für Bewerbungsgespräche wird der Karrierestart insbesondere für mittellose Besucher erleichtert. So gehören unter anderem Krawatten und Aktentaschen zum Sortiment. Sowas gibt's nur in Amerika, ne? Ja. Also, es bleibt erstmal bei 500 Euro. Ihr könntet jetzt in Führung gehen. Mit welcher? Brisant. Mick Jaggers jüngster Sohn A. trägt die 3 Vornamen Keith, Charles und Ron. B. ist 2 Jahre jünger als sein Urenkel. Oder C. hat 5 prominente Patenonkel. Mick Jagger ist, Gott, wie alt ist der? 80, 90? Dann ja, was lachen die? Also 70, also 70 ist der mit Sicherheit. 70 auf jeden Fall. Die Frage war jetzt nicht, wie alt er aussieht. Jüngste Sohn vielleicht, guck mal, die Georgia Jagger ist so Mitte 20. Dann heißt er, ist jünger. Lass ihn mal 20 sein, dann ist er aber bestimmt nicht 2 Jahre jünger als sein Urenkel. Wieso nicht? Zwei Jahre jünger als sein Urenkel. Der Urenkel, das ist ja denn der... Ah, vom ersten... Also Enkel ist ja das Kind vom, sagen wir mal jetzt mal Sohn. Ja. Und Urenkel ist denn das Kind vom Sohn. Vom Sohn. Das kann doch schon sein. Also ich finde den Rest auch langweilig. Also er hat 5 prominente Patenonkel. Will man das wissen? Ja, lass uns B nehmen. Eric Clapton und hier, wenn der allein schon die Bandmitglieder sind, ja auch schon. Denn also wir nehmen B. Ja. Ihr harmoniert sehr gut. Ja, tun wir das? Ja, in der Tat. Bisher schon. Im Dezember 2016 kam das gemeinsame Kind von Mick Jagger und seiner Freundin Melanie Hamrick zur Welt. Für den Altrocker ist der auf den Namen Devereaux hörende Junge bereits Kind Nummer 8. Doch das war es noch nicht mit den Nachkommen. Der Rolling Stone ist auch 5-facher Großvater. Seine Enkelin Cissy Jackson hat bereits 2014 einen Sohn zur Welt gebracht. Somit ist Jaggers jüngster Sohn 2 Jahre jünger als sein Urenkel. Sehr gut. Damit steht ihr bei 1.000 Euro. Über den Wolken. Was ist einer der Gründe, warum Flüge heute etwas länger dauern als früher? A. Die Flugzeuge fliegen durchschnittlich höher. B. Es wird nicht mehr konstant mit Höchstgeschwindigkeit geflogen. Oder C. Treibhausgasemissionen verdicken die Atmosphäre. Also, wenn Sie höher fliegen, kommen Sie eigentlich schneller voran. Ja. Ja. Das könnte es, glaube ich, nicht sein. Ich würde sagen, weil um Sprit zu sparen oder so, weiß ich, dass die nicht immer mit Höchstgeschwindigkeit fliegen. Also du weißt, dass das nicht das immer... Das weiß ich. Ja, aber dann ist doch... Es gibt da so Vorgaben natürlich, also für den Flug, so und so viele Stunden hat er zu dauern. Nach Los Angeles 11 Stunden immer. Und wenn man zurückkommt, hat man den Schiebewind, da ist es also fast 1 Stunde weniger. Das heißt, sie haben eine Mindestgeschwindigkeit, damit sie in der Luft bleiben? Genau. Und holen dann manchmal, wenn der Flug sich verspätet, durch Enteisung oder weiß ich was, versuchen, wieder aufzuholen. Ja, ja, dann, also Treibhausgasemissionen verdicken die Atmosphäre. Dann finde ich gut. Gefällt mir. Du hattest auch eben ein gutes Gefühl. Schon wieder B. Wieder B. Irgendwann wird B nochmal stimmen. Okay. B. Flüge dauern heutzutage meist etwas länger als früher. Das liegt vor allem daran, dass Piloten nicht mehr konstant mit Höchstgeschwindigkeit fliegen. Sonst würden zwar ein paar Minuten aufgeholt, die Kosten für das Kerosin wären aber unverhältnismäßig hoch.
fliegen Flugzeuge langsamer, sparen Airlines Treibstoff und somit auch Geld. Außerdem hat es einen positiven Effekt auf die Umwelt. Sehr gut. Damit auch Ihr 2000 Euro. Ihr müsst die Führung jetzt verteidigen. Total genial. Was kann helfen, damit ein kratziger Wollpullover wieder flauschig wird? A. Waschen. Tischtennisbälle in die Waschmaschine geben. B. Pullover auf links gedreht falten und lagern. Oder C. Schuss Essig beim letzten Handwaschgang hinzugeben. Boah. Also ich kenne, dass man Bälle zum Beispiel in die Waschmaschine dazu gibt bei Bettwäsche, Kissen und Decken, sodass die innen drinne, dass sich das so alles aufpolstert und gelockert wird. Habe ich noch nie bei einem Wollpullover gehört. Mich lacht das Essig an. Was? Ja, weil erstmal kannst du mit Essig ganz schön viel im Haushalt machen. Das ist ja so ein Universal für alles. Reinigen, Desinfizieren, Schimmel weg, was auch immer. Mhm. Und wenn du nur so einen Schuss reingibst, ich kenne das zum Beispiel auch so bei weißer Wäsche, die leicht vergilbt ist, soll man zum Beispiel auch einen Schuss Essig nehmen und das weist auf. Und Essig ist irgendwie für ganz, ganz, ganz vieles gut. Mich lacht das an. Pullover auf links gedreht, falten und lagern. Was hat die Lagerung mit der Struktur zu tun, wenn er einmal verkrauselt ist? So, pass auf. Also A, Tischtennisbälle macht mir, also ich kenne das auch, aber dann nimmt man größere Bälle. Entweder diese Gummibälle mit Noppen oder Tennisbälle. Ja. Tischtennisbälle finde ich jetzt ein bisschen komisch. Das ist, auch wenn du Wolle kalt waschen sollst. Das ist nur so ein dünnes Plastik. Das würde ich, also A würde ich ein bisschen ausschließen. Ich weiß nicht, mich lacht irgendwie Essig an, weil Essig so ein Alleskönner ist. Und ich probiere es versprochen aus, auch wenn ich mir meinen Pullover damit versauere. Ja, ich fand das gut. Wir nehmen C. Ah, Gott. Du warst doch völlig überzeugt. Ja. Nee, aber dann, wenn ich es entschieden habe, bin ich immer. War es richtig? Aber du hast bisher immer gute Erklärungen parat gehabt. Ein Wollpullover fühlt sich kratzig an, weil abstehende Fasern in die Haut pieksen. Zunächst sollte der Pullover in kaltem oder lauwarmem Wasser mit einem sanften Wollwaschmittel oder Haarshampoo gewaschen werden. Um die Fasern geschmeidig zu machen, hilft es, Kalk- und Waschmittelreste von den Fasern zu lösen. Dazu beim letzten Waschgang einen Schuss Tafelessig in das klare Wasser geben und den Pullover schön behutsam durchwalken. Die verhakten Fasern lösen sich und der Pulli wird wieder weich. Das ist unser. Ihr steht bei 1.500 Euro, das merke ich mir. Ja, das, ja. Der Essig ist ein echter Alleskönner. Ja. So, nächste Kategorie. Jürgen, ja, also ich habe gesagt, Österreich, meine Frau ist Österreicherin und jetzt werde ich mich wahrscheinlich furchtbar blamieren hier. Kann sein, da hast du einiges zu verlieren. Da habe ich einiges zu verlieren. Du wirst nicht dich blamieren, du wirst deine Frau blamieren. Aber vielleicht hilft es dir auch. Worüber werden Österreicher wahrscheinlich sprechen, wenn sie Begriffe wie Heferl, Zangerl und Gurkel gebrauchen? A. Reparatur des Autos, B. Termin beim Zahnarzt oder C. Besuch eines Fußballspiels. Boah, ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich dachte jetzt, ach, es gibt doch beim Fußball gibt's doch die Gurke, man kann jemanden in die Zange nehmen und sowas. Ja, ja, ja. Vielleicht deshalb Fußball. Aber auch wenn man ein Auto repariert, braucht man eine Zange. Genau. Vielleicht ist die Gurke ein bestimmtes Werkzeug. Ja, und ein Häferl könnte eine Schüssel sein, so wie das Berghaferl oder sowas. Genau. Termin beim Zahnarzt. Was könnte denn da das Häferl, das Zangler und das Gurkerl? Na, jeder Zahnarzt hat ja auch so ein Häferlein. Ja, doch. Ja, aber wenn man Zangerl hat er leider auch. Ja, und wenn er schlecht ist, ist er ein Gurkerl. Also aber vielleicht habt ihr jemanden aus Österreich hinter euch. Ja, ja, ich würde auch, das ist etwas. Vielleicht weiß das jemand. Ja, vielleicht hat das jemand gehört. Ja, ja. Also wir haben ja Gäste aus Österreicher im Publikum. Ja, ja, sage ich ja. Wir haben ja Gäste aus ganz Deutschland, auch manchmal aus Österreich, aus der Schweiz, die uns hier in Hamburg im Studio besuchen. Also wenn es einer weiß, bitte aufstehen, wenn man es vermutet, noch ein bisschen warten. Kein Österreicher. In welchem Zusammenhang diese Begriffe Anwendung finden. Okay. Ja. Oh Gott. Da
Darf ich mal ganz kurz danke? Hallo, guten Abend. Ja? Hallo. Wie heißen Sie? Heinz. Heinz, ist das Ihre Frau neben Ihnen, Heinz? Das ist meine Frau. Ja, das ist immer wunderbar zu sehen, wenn jemand im Publikum aufsteht, man erkennt es sofort, das ist seine Frau, sie hat die Hände vors Gesicht geschlagen. Ja? Hat sie. Hat sie, ja. Oh Gott, jetzt dreht er wieder durch. Ja, Heinz. Heinz, woher kommen Sie? Aus Hankensbüttel. Wo liegt es? Im Landkreis Gifhorn. Ist das in Österreich? Nein. So, Heinz, dann in Österreich schon mal gewesen? Ja. Mhm. Die Begriffe schon mal in irgendeinem Zusammenhang gehört? Nein. Ja, ich hatte eben gerade mehr Zuversicht als jetzt gerade. Aber ja, Zangerl und Gurgel, Termin beim Zahnarzt B. Das glauben Sie. Das ist Ihre Meinung? Alles klar. Gut, ja, das hoffen alle jetzt hier. Alle hoffen damit, besonders Ihre Frau. Ja. Haben Sie schon überlegt, wo Sie hinziehen, wenn es nicht stimmt? Sie bleiben zu Hause. Okay, das ist die gute Nachricht, Heinz. Alles wird gut. Die österreichischen Begriffe Heferl für Tasse, Zangler für Polizist und Gurkerl scheinen nicht viel gemein zu haben. Doch sie tauchen mit anderer Bedeutung auch im dortigen Fußballjargon auf. Ein Heferl ist ein leicht reizbarer Spieler, der Zangler ein Edeltechniker. Als Gurkerl bezeichnen unsere Nachbarn das Tunneln des Gegners. Ah. Heinz, danke, dass wir gesprochen haben. Und die Liebe Ihrer Frau ist Ihnen gewiss. Ja? Also es bleibt erstmal bei den bisher erspielten 1.000 Euro. Unser Körper. Nächste Frage. Was passiert, wenn wir vor Scham erröten? A. Der Körper pumpt Blut zur Kühlung in den Kopf. B. Die Gesichtshaut wird blasser und das Blut schimmert stärker durch. Oder C. Das Blut im Körper sackt zunächst ab und schießt dann nach oben. Schöne Frage. Also das Blut im Körper sackt ab und schießt dann wieder nach oben. Warum? Na, so eine wie Schockstarre, also vor Scham erröten. Was ich ausschließen würde, ist, der Körper pumpt Blut zur Kühlung in den Kopf. Weil kriegst du doch Hitze. Ja, eben. Die Gesichtshaut wird... Du kriegst Hitze und darum wird dir Blut zur Kühlung in den Kopf geschossen. Dann errötest du. Also ich finde auch ganz... interessant, die Gesichtshaut wird blasser und das Blut schimmert stärker durch. Ja, aber dann müsste das ja immer passieren, wenn du blasser wirst. Also auch vor Kälte oder für Grusel. Aber das stimmt doch, richtig in der Kälte kriegst du doch auch so Fieberbäckchen. Also wenn ich krank bin, blass bin, dann bin ich blass. Ja? Naja. Passiert auch mal. Ja, dann bin ich nicht wirklich, das weiß ich nicht, dann sieht man nicht die also ich würde B eigentlich mal ausschließen, also erstmal. Mhm. Nochmal C, das Blut im Körper sackt zunächst ab und schießt dann nach oben. Warum, was passiert, also du schämst dich, das ist unangenehm. Also ich bin zum Beispiel das letzte Mal vor Scham errötet, als ich heute Morgen ins Badezimmer kam. Da saß Bernhard auf Toilette und Elton kam gerade aus der Dusche. Ja, das ist doof. Ja. Ein schöner Morgen. Männer-WG. Du verspürst Hitze im Kopf, weil du bist es dir unangenehm, das Herz rast. Zur Kühlung kommt das Blut und dann wirst du rot. Mich stört dieses Wort Kühlung. Okay, was machen wir? Wir können das Publikum fragen. Wir können das Publikum fragen. Wir können es untereinander Lass uns annehmen. Lass uns annehmen. Mich stört das Wort Kühlung, aber irgendwie macht es wahrscheinlich genau deswegen Sinn. Bevor du die Verantwortung wieder hast. Wir nehmen A. Oder C. Der Elton überrascht mich heute. Bei Gefühlen wie Wut oder Scham sendet das Gehirn Signale über das vegetative Nervensystem an den Körper. Laut einer psychologischen Studie der University of California sind die körperlichen Reaktionen ähnlich wie bei einer Infektion. Der Körper wird von entzündungsfördernden Botenstoffen überschwemmt. Herzschlag und Körpertemperatur erhöhen sich. Zur Abkühlung des Kopfes werden Wangen und Stirn stärker durchblutet. Wir erröten.
4 Fragen, 4 richtige Antworten, 2000 Euro. Wir haben noch im Labor, Zahlen bitte, das Fragezeichen und tierisch. Ich bin froh, ich hätte auch diese Frage hätte ich auch falsch beantwortet. Ich würde mich gerne heute jetzt und einfach mal zurücklehnen und auf dich vertrauen. Fragezeichen. Wir nehmen das Fragezeichen. Ja. Welche Geräte werden mit sogenannten Behördenmodellen ausgestattet? A. Seifenspender in öffentlichen Toiletten. B. Kopierer in Großraumbüros. Oder C. Heizkörper in öffentlichen Gebäuden. Viel Glück. Ich sag mal so, wir haben auch ein bisschen Pech mit den Fragen. Also das möchte ich jetzt mal so. Einfach mal so. Vielleicht auch mit den Antworten. Nee. Also. Was mich stutzig macht, ist, welche Geräte werden mit sogenannten Behördenmodellen ausgestattet. Das heißt, wir haben einen Seifenspender und dort kommt jetzt das Behördenmodell dran. Wir haben einen Kopierer und da setzen wir das Behördenmodell dran. Wir haben einen Heizkörper und dort setzen... Das ist zum Ablesen vielleicht bei den Heizkörpern. Ob die Behörden... Werden mit Behördenmodellen... Jetzt wird es echt... Boah, ich finde das sprachlich gerade schwierig. Behörden. Welche Geräte? Hilft nichts, ihr müsst trotzdem. Ja. Im Moment sind wir gerade dabei, das zu verstehen. Überhaupt nicht. Also, ich habe ein Gerät und da wird das sogenannte Behördenmodell dran. Nee. Entschuldigen Sie, ich hätte gerne einen Kopierer. Ich hätte ihn aber gerne mit dem Behördenmodell ausgestattet. Das wird sowieso gemacht. Also wenn ihr es nicht wisst, müsst ihr jetzt raten. Ein Seifenspender. Bei einem Seifenspender könnten Sie mir bitte das Behördenmodell dran machen? Ja, der wird sowieso dran gemacht. Also, ne? Wird ja alles sowieso, damit ausgestattet. Aber welches davon jetzt? Genau, der Heizkörper kann natürlich sein. Beim Heizkörper hätten wir vielleicht noch einen Zähler, ein Thermostat, was ich mir vorstellen kann. Das ist Behördenmodell. Jetzt A, B oder C sagen? Ja, ich weiß. Das Konzept der Sendung ist mir klar. Aber komischerweise war die Frage noch nie... Da. Und am allerliebsten auch im Interesse deines Publikums, der Zuschauer hinter euch. Wo geht dein Gefühl hin? Ich habe Heizkörper gedacht. Ja, ich habe auch Heizkörper. Ja. Dann sollen wir einen Heizkörper nehmen. Wir nehmen Heizkörper. C. Und wir glauben ganz fest daran. Und ihr könnt ja zur Abkühlung ein bisschen Blut in den Kopf. Kommt drauf an, wie peinlich es wird. Peinlich. Ja. Bei einem sogenannten Behördenmodell handelt es sich um eine besondere Art eines Thermostatkopfs an einem Heizkörper. Im Gegensatz zu einem normalen Einstellknopf ist ein Behördenmodell entweder blockiert oder begrenzt, sodass ohne Spezialwerkzeug eine Einstellung nicht möglich ist oder nur teilweise vorgenommen werden kann, zum Beispiel von 18 bis 22 Grad Celsius. Damit soll in öffentlichen Gebäuden verhindert werden, dass Unbefugte die Raumtemperatur verändern. So sieht's aus. Richtig getippt, 1500 Euro. Aber ihr liegt immer noch in Führung. Auch wenn du es nicht nehmen wolltest, ich würde gerne im Labor nehmen. Du, da bin ich raus, das machst du. Ja, aber wir haben immer noch das Publikum. Okay. Ja, im Labor. Oh Gott. Warte halt erst auf die Frage, vielleicht bist du dann wieder drin im Spiel. Wird eine handelsübliche Getränkedose geöffnet und bis auf 100 Milliliter ausgetrunken? A. Kann sie auf der Kante ihres Bodenrandes stabil stehen? B. Kann sie ein größeres Gewicht tragen als im gefüllten Zustand? Oder C. Ertönt beim Hineinpusten ein sauberes, hohes C? Vielen Dank, Elton. Aber vielleicht kriegen wir das raus. So. Wie viele Milliliter sind denn drin in so einer handelsüblichen Getränk? 330. Also 100 Milliliter austrinken, 230. Nee, bis euch. Es soll nur noch 100 Milliliter drin sein. Ach so. 100 Milliliter sind noch drin. So. Beim Hineinpusten ein sauberes, hohes C. In der Blechdose? Ja. Kennst du mit Flaschen? Ja, geht auf jeden Fall besser, wenn du eine Flasche hast. Ich würde auch C jetzt mal vielleicht ausschließen, aber eigentlich ist alles. Ich würde B aber auch ausschließen. Weil? Weil, warum nicht, wenn noch 150 Milliliter drin sind? Warum, also... Dann könntest du auch ein größeres Gewicht tragen. Das ist so meine Denkweise. Hier, das ist mir zu einfach, Denkweise. Ich
ich grüße meine kann Zuschauer. Kann sie auf der Kante ihres Bodenrandes stabil stehen? Ja, das kann doch auf der sein. Kante, auf der Kante, so, genau. Hier, so, dann, oder? Ja. Bei 100 Milliliter auf der Kante. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Warum sollte eine Dose so stehen können bei 100 Milliliter? Also klar, du musst echt ausbalancieren. Mach doch nicht jede, also... Ja, das sind jetzt aber 100. Ja, ich war ums das Glas, ja. So. Ich sag B. Weil irgendwie Druck und offen, die ist offen, es ist ein bisschen was drin, die Ränder Blechdose, oder? Wir reden jetzt von ganz üblichen Getränkedosenblech. Gibt's da unverstärkter Rand? Erklär mir bitte, warum du meinst, dass das... Ich kann es nicht erklären, ich sag's einfach. Ich kann es nicht erklären. Ich habe gesagt, es ist nicht meine Kategorie. Also ich finde, also zumindest wenn die voll ist, kann die auf jeden Fall nicht auf der Kante stehen. Ja. Weil das... Volumen, also weil das Verhältnis einfach noch nicht da ist oder auch nicht der Platz. Aber wenn die Dinge auf sind, glaube ich doch, ach, verdammt, was mache ich jetzt? A. Ich habe gelernt, Essig kann fast alles. Wenn man eine handelsübliche 0,33 Liter Dose bis auf 100 Milliliter austrinkt, verändert sich nicht nur das Gewicht, sondern auch der potenzielle Schwerpunkt. Stellt man die Dose auf die Kante, bildet die Flüssigkeit im Innern ein Trapez mit zwei parallelen Seiten. Die Wasserlinie und der abgeschrägte Boden. Der Schwerpunkt der Wassermasse liegt jetzt genau auf dem abgeschrägten Boden. Lässt man nun die Dose los, bleibt sie stabil stehen. €2.500. Ihr habt noch mal die Wahl. Zahlen bitte oder tierisch-tierisch? Tierisch-tierisch. Nein! Doch! Aber hier, ihr seid Publikum, ja. Publikum, ne? Publikum, zahlen. Aber vielleicht seid ihr froh, dass ihr die Frage nicht... Oh Gott. Also, alles andere würde mich wundern. Welche ungewöhnliche Jagdmethode hat der Schreiadler? Oh. A. Er stiehlt seine Nahrung von anderen Vogelarten. B. Er stellt seiner Beute Fallen aus Ästen und Laub. Oder C. Er geht meist zu Fuß auf die Jagd. Okay. Und was sagst du? Ja. Okay. Ich sag mal so, auf jeden Fall gehen wir mit mehr Lärmwissen hier raus, als wir reingegangen sind. Das wir möchte wissen ich mal was über den Schreiadler. So, er geht meist zu Fuß auf die Jagd. Ja. Kann natürlich sein. Der das habe ich, mir am ehesten eigentlich gedacht, ja, dass das vielleicht also so außergewöhnlich ist, weil er nicht wie die anderen Adler jagt, sondern zu Fuß losgeht. Er stellt seiner Beute Fallen aus Ästen und Laub. Ja, und dann stolpern die da drüber. Nee. Und dann geht er zu Fuß hinterher. Er stiehlt seine Nahrung von anderen Vogelarten. Also, als ich das Wort Schreiadler hörte, hatte ich sofort ein Bild im Kopf. Welchen? Ich sah das Meer, ich sah den blauen Himmel und ich sah so ein leicht diesiges Meerwetter. Und ich sah Möwen. Ah. Und ich sah einen Schreiadler. Ja. Und der hat die angebrüllt. Und dann haben die sich erbrochen. Und der hat dann das... Erbrochene. Den Fisch, den die im Mund hatten, hat die er den hat, weggenommen. Hat er den weggenommen. Genau. Ah. Danke, dass du zurückgefunden hast. Publikumsverträgliche Variante. Aber das gibt es. Das hab ich. Vielleicht haben die Möwen sich einfach auch nur erschrocken. Moment, die erbrechen von seinem Schrei? Ja, also zumindest. Wir haben uns auf erschrocken geeinigt. Ja, das aber, fallen, also das kann sein, nicht? Das, ja, ja, und ja, dann lass ihn das fallen und das holt er sich dann. Das war eine sehr gute Erklärung. Weil B und C würde ich eher, also eher ausschließen. Sein, aber ne? Geht's Fuß auf wollen wir A versuchen? Wir versuchen A. Wir versuchen A. Wobei, ich kann mir C auch vorstellen, es fliegt sich einfach so schlecht mit so einer Flinte auf dem Rücken. Der Schreiadler ist in Mittel- und Osteuropa zu Hause und trägt seinen Namen dank der charakteristischen Laute, die er von sich gibt.
Doch auch sein Jagdverhalten ist auffällig. Denn obwohl der Schreiadler für seine Überwinterung Strecken bis zu 10.000 Kilometern zurücklegt, geht der vermeintliche König der Lüfte bei seiner Suche nach Regenwürmern und Fröschen häufig zu Fuß auf die Jagd. Speziell in höherem Gras kann er so langsamere Beutetiere fangen, die er aus der Luft nicht entdecken würde. Selbst bei den besten Erklärungen soll es heute nicht sein. Bisher. Bisher. Wir sind noch lange nicht. Es bleibt bei 1.500 Euro. Weißt du, die da drüben. Das ist mein Problem. Wir haben noch eine Frage aus der Kategorie Zahlen, bitte. Und das Finale kommt ja auch. Und wir haben das Publikum. Ja. Rund 74% des in Deutschland geernteten Obstes sind Äpfel. B, der Deutschen wohnen zur Miete. Oder C, der berufstätigen Deutschen bringen sich Essen von zu Hause mit. Oh, das ist natürlich auch eine gute Publikumsfrage. Ja. Also, 74% der Deutschen wohnen zur Miete. Ich glaube, es sind weniger. Der Trend geht doch wieder mehr zum Eigenheim. Obwohl Großstädte, Ballungszentren, 74% ist viel. 74% ist viel. So. Zur Miete, ja. Was wird denn in Deutschland an Obst alles angebaut? Äpfel, Pflaumen, Erdbeeren, Birnen. Mein Problem ist, was ist mit Weintrauben? Weintrauben ist doch auch ein Obst. Gehe ich recht in der Annahme? Ja. So, und das wird auch sehr viel angebaut. Ich finde, also gegorener Traubensaft wird viel getrunken. Nee, nicht nur wegen Trinken, allein die Weinanbaugebiete, genau, allein genau. Wegen Wein. Ach so. Ich glaube, da gibt es mehr Weintraubenanbau als Äpfel. Das ist schon zu viel. So, deswegen bin ich bei C. Berufstätige Deutsche bringen sich Essen von zu Hause mit. Das machen echt unfassbar viele. Und wenn es nur eine Brotstulle ist. Publikum? Ja, wir nehmen das Publikum auf jeden Fall. Wir können Ihnen aber gerne was mitgeben. Also B schließe ich ein bisschen aus. Also würde ich am wenigsten nehmen. Ja. Dann würde ich A nehmen, aber ich bin ein bisschen bei C. Ich bin bei A. Du bist bei A. Okay, das ist aber jetzt Ihre Entscheidung. Sie können ja auch mal überlegen, nehmen Sie sich Essen von zu Hause mit oder... Oder gehen in die Mensa, Kantine, ja. Ratet, helft uns. Wir können ja nur raten. Oh, guck mal. Ich glaube, es gibt auch eine Statistik, dass 74% der Publikumsjoker immer in der letzten Reihe sind. Hallo, grüß dich. Wer ist Frank. Aha, woher kommst du, Frank? Aus Sieke, in der Nähe von Bremen. Okay. Frank, mit wem bist du heute hier? Mit meiner Frau. Okay. Habt ihr noch jemanden da drüben gepackt zur Risikoabsicherung? Nein. Also volles Risiko. Und bisher läuft es ja gut, Frank? Ja, doch. Ja? Du könntest dazu beitragen, dass es optimal läuft bis hierhin. Was würdest du sagen? Mit den Mietern. Ich weiß, dass ein sehr hoher Mietanteil ist in Deutschland. Okay. Im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa. Okay, also du sagst Antwort B, 74%, rund 74% der Deutschen wohnen zur Miete. Betrachtet man die deutsche Obsternte in den Jahren 2012 bis 2017, beträgt der Anteil von Pflaumen und Zwetschgen 3,4%. Das Steinobst liegt damit auf Platz 3. Auf Platz 2 befinden sich Erdbeeren mit 12,8%. Auf Platz 1 sind Äpfel. Und das mit einem enormen Abstand. Denn ihr Anteil beträgt tatsächlich rund 74%. Es sind nicht so wenig Mieter, 57% sind es. Und genauso viele bringen sich auch das Essen selber zur Arbeit mit. So, Daumen drücken fürs Finale. Es lief ja auch so gut. Josefine hatte hier den richtigen Riecher. Und wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Bernhard und Jürgen Prochnow haben 1.500 Euro auf dem Konto. Elton und Josefine Preuß 2.500. Und hier ist das Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Sport. Nein. Das war einmal. Das ist ein großes Trauma. Es ist nicht Fußball. Sport.
Bei uns ist es immer noch sowas Sport. So, also. Und Josefine war mal. Ja, lange her. Leistungssportlerin. What? Was? Okay, okay. Okay, let's okay go. Er will. Okay. Ich möchte zum Sandmännchen zu Hause sein. Jetzt bin ich mal gespannt. So, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welche dieser Skiläuferinnen holte die meisten Weltcupsiege? Konzentration. A. Rosi Mittermeier, B. Katja Seitzinger oder C. Maria Höfel-Riesch. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! So, beide Teams haben geantwortet, haben Geld gesetzt, die Entscheidung naht. Wir sind gleich zurück, bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, Jürgen Prochnow ist bei uns zu Gast, spielt mit Bernhard. Und die beiden haben 1.500 Euro auf dem Konto. Ihnen gegenüber Josefine Preuß im Team mit Elton. 2.500 Euro haben sie erspielt. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welche dieser Skiläuferinnen holte die meisten Weltcup-Siege? A. Rosi Mittermeier, B. Katja Seitzinger oder C. Maria Höfel-Riesch? Ich bin gespannt, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Jürgen, 1.500 erspielt und gesetzt. 1.000. Oh. Elton und Josefine, 2.500 Euro erspielt und gesetzt. 1.500. Da geht noch was. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und Jürgen haben getippt auf Antwort A. Stille. Elton und Josefine haben getippt auf Antwort C. B. Katja Seitzinger. 36 Weltcupsiege. Wow. Ich weiß nicht mal an, wie viel man gewinnen kann. Rosi Mittermeier und Maria Höfel-Ries stehen noch zur Auswahl. So, geil. Zusammen haben sie. Also wenn die Rechnung so wurscht, wenn die ein. Maria Höfel-Ries 27 Weltcupsiege. Und Rosi Mittermeier hat 12. Sage und schreibe genau im Weltcup gewonnen. Ich weiß auch nicht mal die Sportart. ich weiß die Sportart. 10 Rennen. Katja Seitzinger ist die richtige Antwort. Aber das heißt, bei euch bleiben 1.000 Euro übrig, während es bei euch nur 500 sind. Und damit gewinnt Team Elton. Wie viele? 36. Katja Seitzinger, die meisten deutschen Weltcupsieger. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen. Danke. Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Elton. Glückwunsch. Es ist jetzt nicht im Vergleich. Das ist ein blöder Sieg, wenn man mit falsch. Aber ich glaube, den Menschen, die sich für euch entschieden haben, ist das egal. Gewonnen ist gewonnen. Für jeden von euch 17,24 Euro. Also. Herzlichen Glückwunsch, Jürgen. Ja. Frag mal zu Hause, was ein Heferl, ein Gänger und ein Gurgel ist. Ist schon notiert. Danke auch an euch. 17,24 Euro auch für unsere drei App-Gewinner. Danke fürs Zuschauen. Das war Wer weiß denn sowas für heute. Tschüss, machen Sie's gut.